nichts. Ich wünsche erstmal einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Vanessa. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier in Böblingen in unserem Hause Ultra Cosmetics Biogel. Und wir machen heute für Sie eine kostenlose Hautanalyse. Das ist Ihnen auch recht, gell? Darf ich Ihre Tasche nehmen? Ja, so bitte. So, bitte. Dann kommen Sie gerade mit. So, dann müssen Sie gerade hier drauf, so mit dem Gesicht nach vorne, genau. Dahinter ist ein Computer und es analysiert Ihren Hauttyp. Dann pressen Sie einfach Ihre Backe an die Platte dran, genau. Sie können richtig pressen, es passiert überhaupt nichts. So, die Lippen noch, genau, super, das ist toll. Und jetzt runter, runterrollen, aber bleiben Sie mit der Nase auch drauf. Dieser Kosmetikhersteller ist sichtlich um seine Kunden bemüht. Das ist gut. Die Oberlippe nach oben, bitte. Ja, und jetzt noch weiter runter, aber ganz langsam. Pressen, press dich dran. So, und jetzt die Lippen bitte auch an die Glasplatte. Genau, die Oberlippe ein bisschen hochziehen. Und nach unten ziehen, nach unten rollen. Das war schon ganz gut. Und jetzt noch mal richtig. So, noch ein bisschen. Und jetzt nach oben wieder. Und drücken, drücken Sie, drücken Sie. Ja, und jetzt noch mal nach unten. So, ja, sehr gut, sehr gut. Noch ein bisschen. Spannt ja schon ein bisschen, aber was tut man nicht alles für die Gesichtspflege? Oh, pressen, pressen Sie, das kommt gut raus. Ja, und die Lippen, jetzt die Lippen. Und hoch, noch höher ziehen. Ganz genau, ja, noch ein bisschen. Die Oberlippe hochziehen. Auch männliche Kunden sind zunehmend bereit, etwas für ihre Schönheit zu tun. Ja, sehr gut. Und jetzt abrollen. Nach unten abrollen. Und nachher bitte das ganze Gesicht wieder mitnehmen. Sehr gut. Richtig dran pressen. Pressen Sie richtig dran. Und nochmal runterrutschen. Rutschst du nochmal runter? Ja, genau. Aber pressen. Richtig pressen und runter. Ja, und die Zunge. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist toll. Und spannen Sie Ihre. Genau. Super. So, und jetzt begrüße ich Sie ganz herzlich zur Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Normalerweise prüft der TÜV uns. Wie sicher sind unsere Autos? Heute prüfen wir den TÜV. Wie sicher sind seine Mitarbeiter im Umgang mit neuartiger Fahrzeugtechnik? So, und zwar geht es um dieses Fahrzeug. Ja. Sie sehen, das ist jetzt mal kein breiter Reifen oder kein lauter Auspuff. Nee. Es geht eigentlich um dieses kleine Ding. Um ein Mikrofon. Weil ich nämlich eine Sprachsteuerung eingebaut habe. Und das hat mich jetzt fast 2 Jahre Arbeit gekostet. Was steuern Sie denn damit? Ich kann quasi alle Funktionen steuern. Ich kann hupen, da kann ich vorwärts fahren, rückwärts fahren. Ich kann lenken, links, rechts, bremsen, starten, Motor abstellen. Und da hätte ich jetzt gern Ihren Segen dazu. Den gibt's nur nach Fahrprobe. Ja, dann zeigen Sie mir erstmal, was Sie gemacht haben. Ja, okay. Also. So, Motor an. Vorwärts. Das dauert immer ein bisschen wegen diesen Servomotoren. Gerade, gerade, gerade. Stopp. Ich brech zusammen. Das kann nicht wahr sein. Rückwärts. Stopp. Gerade. Ich brech zusammen. Stopp. Hupen. Und das ist ganz einfach. Es geht wie beim Handy. Das heißt, ich faul ab. Das kann doch nicht jetzt. Jetzt ist so. Jetzt können wir ganz normal. Motor aus. Sie können es auch probieren. Wenn Sie einfach nur Ihren Namen reinsprechen. Vorname oder Nachname? Einfach nur, damit er Ihre Stimme erkennt. Björn. Jetzt probieren Sie mal mit Motor starten. Ja. Motor starten. Na super. Ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja, das ist super. Und wenn ich jetzt sage vorwärts und nee, parken, ist ja klar. Ja, vorwärts hat er schon, schon mitbekommen. Stopp. Auf mich reagiert er jetzt nicht mehr. Nee, und auf Sie auch nicht. Nur auf den, rückwärts. Der die Sprachsteuerung. Links. Muss ich mal umdenken. Gerade. Stopp. Da muss ja auch ein Sensor drin haben. Motor aus. Oder? Genau, ein Kontaktsensor. Motor aus. Stopp. Stopp.
Moment. Stopp. Sagen Sie einfach Stopp. Sagen Sie einfach Stopp. Meine Stimme ist nicht mehr drin. Hier. Stopp. 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 Gehen Sie vielleicht ein bisschen näher hin. Das System ist hochsensibel. Wenn man den falschen Ton anschlägt, fängt es an zu bocken. Super. Stopp. Stopp. Vielleicht ist es der LKW. Ja. Stopp. Könnt ihr es nicht anhalten? Einfach Stopp sagen. Stopp. Schön Stopp sagen. Stopp. 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 Mach mal Hand dran da. Stopp. So viel Bewegung sind die TÜV-Mitarbeiter gar nicht gewohnt. Stopp. Wer kann nicht machen? Stopp. So schnell. Spring rein. Stopp. Sie werden regelrecht hyperaktiv. Das Schöne daran ist, dass die ganze Technik auf diese Größe nur, also ich kann in jedes Auto kann ich das einbauen. Ich kann Ihnen das mal kurz zeigen. Ja. Das ist aber nur ein bisschen unzuverlässig. Wenn er gewisse Stillstand hat, dann springt er automatisch an. Nicht? Irgendwo ist eine Zeitverzögerung. Ja. Das müsste irgendwo noch rausgenommen werden. Ja. Das ist nur so 40 auf 50, ist das groß, dieses Teil. Mhm. Ist alles hier drin versteckt, hier, in diesem Teil. Aha. Können Sie es lesen? Ja, verstehen Sie Spaß. Fangen wir jetzt an. Das ist klar. Wir wollen wohl die Fernsehkamera, ne? Herzlich willkommen. Oder? Komm mal her! Verstehen Sie Spaß, du ganze Scheiße hier! Ein Umzugsunternehmen unterwegs zum Kunden. Die Auftraggeberin wohnt in der Nähe von Dresden. Was der Fahrer nicht weiß, der Auftrag kommt von uns und er hat seine Tücken. Der Wagen kommt ohne Probleme am Ziel an, aber kommt er auch problemlos wieder weg? Wohl kaum. Wir haben die Gesetze der Logik außer Kraft gesetzt. Das Tor ist innen 50 cm niedriger als außen. Hallo, ich grüße Sie. Kann Sie? Hallo. Sie sind von der Speditionsfirma. Der Herr? Genau. Der Herr? Aha. Ich habe in der Wohnung drin, die Sachen stehen alle. Die Gegenstände, die Sie mitnehmen müssen, müssen wir mal schauen, wie Sie es am besten einladen. Und dann legen wir gleich mal los. Während im Haus der Umzug über die Bühne geht, nehmen wir am Tor einen kleinen Umbau vor. Jetzt ist das Tor auch in Wirklichkeit 50 cm niedriger. Das Verhängnis senkt sich auf den Fahrer hinab. Dann danke ich Ihnen vielmals. Alles klar. Tschüss, gute Fahrt. Danke. Gute Fahrt auch von dieser Stelle. Sie dauert indes nicht lange. Der Gärtner meldet Bedenken an. Oh, oh, oh. Oh, bin da reingekommen? Stopp. Bin da reingekommen? Ja, aber schauen Sie mal, Sie sind ja viel zu hoch. Hinten, 20 cm mindestens. Sind wir da reingekommen? Na, wer reinkommt, muss rauskommen, aber... Sprachlos bestaunt der Fahrer das wundersame Bauwerk. Der Gärtner hat eine plausible Erklärung. Hier steht 3,20 Meter. Na ja, aber da senkt sich's ab, hinten. Da sind nur 2,70 innen. Also müsste ich mal rückwärts probieren. Könnten Sie da mal gucken? Wollen Sie rückwärts? Ja, machen wir mal. Soll ich Sie einweisen? Ja, mal gucken. Das ist ja ein Ding. Erfahren Sie doch rückwärts, probieren wir es. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin da reingekommen. Da muss ich doch rauskommen. Bleiben wir doch dran stehen. Ja, schauen Sie, aber hier ist praktisch eine Senke. Ja, ein Gefälle. Auch ein zweiter Fahrer verschließt erst einmal die Augen vor der tiefer gelegten Realität. Ich bin nur reingekommen. Ich bin auch reingekommen. Ja, aber wie sind Sie da reingekommen? Ja, durchgefahren. Da sieht man das, Sie kommen da gar nicht durch, ich habe mich schon gewundert. Ich bin durchgekommen.
gibt's doch gar nicht. So. Hören Sie mal zu. Das gab's ja nicht drinnen. Nee. 2,70. 3,20 steht draußen. Ja, das ist ja eine andere Situation außen. Hier senkt sich das hier ab. Hier ist es ja um 50 cm tiefer. Habe ich gewundert, wie Sie überhaupt reingekommen sind. Du müsstest ja rückwärts rausfahren. Das geht eigentlich normalerweise gar nicht. Also draußen ist 3,20. Was haben Sie für eine Höhe? Höhe 3,20. Ja, ja, hier ist 2,70. Das ist eine Kacke. Ich bin aber reingeworfen. Ja, gut. Wie? Nee, hier durchgeworfen. Wirklich nicht. Du bist jetzt Messer. Das ist doch jetzt Mist. Das ist doch. Dann müssen Sie vielleicht Luft rauslassen oder noch mehr einladen. Nee, einladen geht nicht. Oh, das ist doch Kacke. Ja, aber wie sind Sie hereingekommen dann? Ja, du wurdest hier rein. Ohne Mist, das Kehlplatz, die Kundschaft hat es ja auch gesagt, dass ich reingefahren bin. Aber sind Sie auch wirklich, ich meine, haben Sie einen Führerschein für diese Klasse? Ja, freilich, ich hab sogar für 12 Tonnen, einen 16 Tonnen. Ich bin hier reingekommen. Das wird ja nicht hier drin stehen, Chef. Ja, komm, Fahrer raus, Nummer 1 tauscht inzwischen Freundlichkeiten aus. Also das habe ich noch nie erlebt. Nee, ich auch noch nicht. Aber Sie werden bezahlt auch für diese Arbeit, ja? Kriegen Geld dafür. Ich bin ein Kraftfahrer. Sie möchten ja, ich bin ein Kraftfahrer. Sie sind ein Kraftfahrer. Ich bin ein Kraftfahrer und Sie sind nur ein Gärtner, ein Dösslicher. So, ich bin Kraftfahrer. So, und ich kann fahren. Sind Sie Brillenträger? Siehst du eine Brille bei mir? Na, Sie brauchen eine. Warum? Ja, Sie kriegen das doch mit der Höhe überhaupt kein Stück hin. Und wenn ich reingekommen bin, ich bin ohne Brille reingekommen, also komme ich ohne Brille wieder raus. Wie komme ich aber gar nicht mehr raus? Wie bin ich nur reingekommen? Bin ich hier drüber geflogen oder? Nee. Naja, bitte. Fahrer Nummer 2 versucht es rückwärts. Warum auch nicht? Dass der Wagen hinten tiefer liegt, springt ja ins Auge. Kommen Sie mal. Da gucken Sie sich das doch mal an. Ja, nee, ist ja richtig. Aber ich bin trotzdem hier reingefahren. Verstehen Sie mich? Ich bin wirklich reingefahren, Junge. Ich hab's ja gesehen. Ich bin ja hier durch. Das kann nicht sein. Sag, haben Sie was getrunken? Jetzt mal einfach. Ja, um Gottes Willen. Ich und Krabbrocher was trinken. Hauen Sie mich mal an. Boah. Haben Sie nichts getrunken? Nee. Ja, irgendwie müssen Sie jetzt wieder rauskommen, meine. Ja, ich hab keine Ahnung. Sie haben Technik wirklich nichts getrunken. Nein, wollen wir Alkohol-Test machen? Sagen Sie mal, wie stellen Sie mich hin hier? Na, aber. Ich bin hier reingekommen, die junge Frau hat es gesehen, dass ich hier durchgebrochen bin. Na, ich hab's doch auch gesehen, aber irgendwie. Sie kommt da nicht mehr raus. Ja, wenn die zwei verschiedene Schilder haben, kann ich doch nicht dafür. Schließlich dreht er nochmal eine Runde, in der leisen, aber vergeblichen Hoffnung, dass die Zeit für ihn arbeitet. Stopp. Ja, stopp, es geht nicht. Machen Sie mal einen Wagen aus, bitte. Also, ich meine, wir sind jetzt beide mal ganz alleine. Ich habe den Eindruck, ehrlich, Sie können gar nicht Auto fahren. Ich sehe den nie. Ich habe seit 1984 ein Fahrerlaubnis. Kann ich die mal sehen? Die können Sie sehen. Also genau, jetzt habe ich zurzeit einen Interimsschein, weil ich über 50 bin und da kriege ich schon eine neue Fahrerlaubnis. Bitte schön. Können Sie alles sehen? Seit 84? Ja. Das ist keine Fälschung. Das ist keine Fälschung, ist ein Polizeistempel drauf hinten. Na, heutzutage kann man doch alles fälschen. Nee, das nicht. Hauchen Sie mich noch mal an. Alkohol. Mensch, jetzt geht er. Ich habe nicht getrunken. Ich trinke kein Alkohol, wenn ich Auto fahre. Kommen Sie mal raus. Wissen Sie, was ich glaube? Ich habe es jetzt gesehen. Ich stand hier unten, habe die Pflanzen bearbeitet. Nee, schauen Sie doch mal. Machen Sie es doch mal einfach ganz auf. Kommen Sie da nicht durch? Nee, leider nicht. Naja, wollen Sie mir das irgendwo? Nee, schauen Sie doch mal das Tor richtig an. Verstehen Sie, ich war Wolfgang Elster, ne? Herzlich willkommen. Ja, trotzdem komme ich raus. In der Fernsehsendung. Verstehen Sie, ja. Spaß. Wo haben Sie das Schild her? Bitte? Wo haben Sie das Schild her? Naja, direkt aus der Fernsehsendung. Ehrlich? Haben Sie das Kiefer auch schon oder was? Sie? Warum? Wo ist hier eine Kamera? Da, winken Sie mal rein. Und da hinten auch. Ach, dort hinten höher. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung, verstehen Sie Spaß. Alles klar. Sie sind der Lockvogel. Ja. Das Vorspiel begann mit dem berühmten Helmer-Stretching. Thomas Helmer ganz oben im Bild, wie früher, nur mit einem kurzen, vielbestaunten Warm-up in allerletzter Sekunde. Noch weiß er nicht, dass sowohl die Originalmannschaft aus dem Film Das Wunder von Bern als auch die mit Ex-Profis nur so gespickte Auswahl des Münchner Gong Verlags nur einen Auftrag hatten, Thomas Helmer für Verstehen Sie Spaß hereinzulegen.
Wann darf eine Amateurschiedsrichterin wie Sandra Kotzmeier schon mal einen echten Europameister verpfeifen? Und das im leider nicht ganz ausverkauften Münchner Olympiastadion. Nur mit einem lockeren Nacken kann es Helmer heute noch packen. Nanu, ohne Schienbeinschützer, unterschätzt der Gegner etwa die Zweikampfhärte von Thomas Helmer? Aber was sehen wir da? Auch der besitzt keine Stutzen mehr. Naja, Tennisser kennt uns ja auch. Komm, Selle, mal mit. Der Abwehrchef von einst stolziert durchs Mittelfeld, während seine Hintermannschaft ohne ihn kopflos wirkt. Nach 30 Sekunden schon 0-1. Zum Kotzen mit solchen Amateuren als Mitspieler. Wenn man nicht mehr schnell genug ist, hilft nur noch die Abseitsfalle. Aber auch die funktioniert nicht. Helmers direkter Gegenspieler, Peter Lohmeier, wunderbarer Heber zum 2-0. Wer war da schuld? Natürlich, wie früher, die anderen. Endlich, endlich geben Sie Helmer mal den Ball. Oh, das sah schon mal geschmeidiger aus. Worauf erkennt die Unparteiische? Doch nicht etwa auf Altersschwäche? Sie kommen so daher. Ja, Sie? Sie kommen so daher. Herr Helmer, aufpassen. Keine Proteste. Der Schiedsrichter hat immer recht. Erst recht eine Schiedsrichterin. Alte, spinnt doch. Entschuldige bitte. Also ich finde, ihr habt recht. Jetzt mal Luft einen Ball. Jetzt hilft nur noch beten. Oder aber ein hinterhältiges, verstecktes Foul, das sicher nicht jeder Schiedsrichter gesehen hätte. Hände weg. Beide. Schau mal, sie mögen dich nicht. Ich? Beide Hände weg im Strafraum. Beide. Okay? Beide. Mädchen, ich hoffe, ihr habt eine Brille. Bitte? Ich sag mal, gestrecktes Bein. Bitte, ich hab dich auch nicht. Machen Sie Ihren Job und ich mach meinen. Okay? Ja, aber nicht durch mich. Bitte? Wer warst du das? 16er verlassen, bitte. Wer war das jetzt? Du, das war Schwäche. Wer war das? Einer war das. Das gestrecktes Bein, jetzt soll ich ihn festgehalten haben. Braucht ihr einen Sündenbock hier oder was? Aber klar, Thomas, das ist das Prinzip vom Verstehen Sie Spaß. 0-5. Was für eine Packung. Früher cool, abgeklärt, nervenstark. Und heute ein Nervenbündel, Thomas Helmer. Noch nicht. Der Kampf der Geschlechter eskaliert. Herr Helmer, ich hab's genau gesehen, das ist die letzte Ermahnung. Das habe ich in 30 Jahren Sportberichterstattung noch nicht erlebt. Ein beleidigter Europameister verlässt schmollend das Feld. Ist aber bekannt, oder? Nee, ich will nicht. Ich gehe lieber raus. Weil denn, ey? Oder war doch an? Ich weiß, ihr habt das gesehen. Das ist doch scheiße. Und es kommt noch dicker. Ohne Helmer läuft es plötzlich. Die Mitspieler wirken wie befreit. Der erste Treffer für die Roten. Nur noch 1-5. Trainer Holger Fach weiß, jetzt ist auch Thomas wieder motiviert, wenn dann nur nicht die Dame in Gelb wäre. Aber die ist ja von uns bestochen. Haben wir kein Problem, oder? Denken Sie also. Okay? Sie sollte sich zusammenreißen, haben die da draußen gesagt. Ich würde Sie einfach nur mal raten. Natürlich habe ich den Ball gespielt. Was war denn? Bitte ich mache meinen was Job. Ja, was und haben Sie gepfiffen? Sie machen Ihren Job. Denn? Ist es okay? Und jetzt auf was geht's. Denn? Auf geht's, zurück. Ja, was war denn? Zurück. Herr Helmer, ist das ein Verwandt? Was war denn da jetzt? Was war denn da jetzt? Herr Ruklass? Ist jetzt einmal Ruhe da, ist das klar? Wenn ich pfeife, dann ist gepfiffen und da werdet ihr nichts dran ändern können. Okay? Ja, ich bin ja vollkommen Ihrer Meinung. Ja. Also ich hätte auch gepfiffen. Herr Helmer, Sie auch. Thomas, wo bleibt dein früher so hoher Flirtfaktor? Der große Rechtheitsprobe. Wer macht denn jetzt? Und was macht Thomas Helmer jetzt? Er versucht verzweifelt, sein Allerheiligstes zu schützen. Dafür müsste eine Frau doch eigentlich Verständnis haben. Herr Helmer, raus. Diese Frau hat ihn geschafft. Ja, hat sie gehört. Was soll sie machen? Aber der emanzipierte Fußballer von heute, lieber Thomas, hält es doch mit der Devise. Vollkommen korrekt. Ja, ich hab Spaß. Hör mal. Jetzt die Sendung.
Aber kennst du die Sendung wirklich nicht? Ah, du Sau! Nee. Unser heutiges Karaoke-Programm, oder? Vorfreude ist die schönste Freude. Kreuzberge Nächte sind lang. Kreuzberge Nächte sind lang. Erst fangen sie sammlang an. Aber dann. Zwei Stimmen auf der Suche. Nacheinander. Bingo, sie haben sich gefunden. We are the champions. We are the champions. No time for losers. 'Cause we are the champions. Doch nicht. Of the world. Manchmal hilft auch die unterstützende Körpersprache. Schau in den Spiegel, wie schön du bist. Bist noch schön in den Jahren, wenn in den Haaren Silber ist. Freu dich mit mir auf die schöne Zeit. Wenn der Sommer des Lebens Rosen dir Liebe streut. Ja! But I know I think of you every step of the way. Auch ein Schmusekissen kann zu unverhofften Höhenflügen verhelfen. Gewesen ist, gewesen ist.